Das Ende aller Dinge ist nahe. So ruft uns heute der Apostel zu. Offenbar ist das kein Phänomen etwa um die erste Jahrtausendwende, als das wie eine Seuche ausgebrochen ist, was alles geschehen wird. Bei der zweiten Jahrtausendwende hielt sich das einigermaßen in Grenzen. Aber es fehlt ja auch heute nicht an Stimmen, die sozusagen in allem, was geschieht, die letzten Dinge erkennen wollen. Jetzt ist es dann soweit. Es mag uns helfen, wenn wir dem Apostel zuhören, wenn er schon vor 2000 Jahren schreibt. Das Ende aller Dinge ist nah. Wenn er das sagt, dann muss uns bewusst sein, dass wir uns nicht einem Alarmismus hingeben, sondern dass seit dem Kommen Christi wir diejenigen in der Welt sind, die auf das Ende hin leben. Das schlägt sich in der geistlichen Literatur, bei den Mönchen, vielfach bis ins Spätmittelalter, in die frühe Neuzeit hinein nieder, wenn man von der Meditatio Mortis spricht, dass es keinen Tag geben soll, an dem wir nicht den eigenen Tod vor Augen haben. Auch das hat nichts damit zu tun, ein Ende herbeizwingen zu wollen oder diese Welt zu verachten oder gar nicht richtig zu leben, sondern gerade dadurch richtig zu leben. Es hängt damit zusammen, was wir schon Anfang der Woche am Beginn des ersten Petrusbriefes kennengelernt haben. Die richtige Orientierung, den rechten Orientierungspunkt und vielleicht können wir das heute erweitern, den rechten Orientierungsrahmen zu haben. Vom Ende her zu leben. Weil das Ende, so wie es uns die Heilige Schrift sagt, ist wie der Anfang gedacht. Das Ende soll gut sein, wie der Anfang der Schöpfung gut ist. Und von daher geben sich all die Korrekturen, die notwendig sind. Wer einfach heute die gesamte Welt, so wie sie ist, annimmt und umarmt, der verleugnet sie, der verrät sie. Denn es ist die Welt Gottes. Aber sie wendet sich von ihm ab. Wir als Christen wissen das und wir können davon nicht absehen. Das heißt, wir müssen nicht jedem weder den Katechismus noch ein Sündenregister um die Ohren hauen. Aber wir müssen es deutlich machen, dass sich vom Ende her verstehen, einen Orientierungspunkt, der Jesus Christus heißt, zu haben, jeden Tag neu in der Bekehrung zu ihm besteht. Und dann verstehen wir die Sätze, die der Apostel sagt. Seid also besonnen und nüchtern und betet. Es geht nicht um Verachtung der Welt oder wie das oft dargestellt wird, und das ist inzwischen ganz in, als hieße Gebet Flucht vor der Welt. Nein, es heißt, und das brauchen wir Menschen, diesem Orientierungspunkt Jesus Christus und dem Orientierungsrahmen, sich vom Ende her zu verstehen, einen Ausdruck zu geben, eine Lebensgestalt zu geben. Deshalb schreibt der Apostel das. Und so verstehen wir es recht.